Die neue Ausgabe von Indes widmet sich dem Thema die 1990er Jahre. Wie seid ihr darauf gekommen, auf dieses Thema? Im letzten Jahr hatten wir schon die 80er Jahre als Thema, als Dekade, und in diesem Jahr wollten wir uns gerne mit den 90er Jahren beschäftigen. Und diese Dekade ist für uns als Redaktion natürlich besonders spannend und mit Freude verbunden, weil wir alle damit Erinnerungen verbinden, denn wir haben unsere Kindheit und unsere Jugendzeit in diesem Jahrzehnt erlebt und fanden das Thema halt einfach spannend, da es natürlich auch sehr viel von Spannungen und Paradoxien geprägt war und immer noch ist. Was sind das für spannende Erinnerungen, die dann zusammengetragen wurden von der Redaktion? Was sind sozusagen die typischen 1990er-Erinnerungen? Ja, die 1990er Jahre waren für uns natürlich mit dem Stichwort Spaßgesellschaft verbunden. Wir haben alle mit den 90er Jahren die Spice Girls assoziiert, aber auch Oasis. Dann natürlich, als man älter wurde, aber auch Gerhard Schröder, diesen absoluten Macho-Typen, und im Gegensatz dazu die Supermodels, also starke Geschlechterrollen, deren Verhältnis halt bis heute immer noch diskutiert wird und auch anhält. Und als wir dann angefangen haben, unseren Blick zu schärfen und auf die 90er Jahre genau zu zoomen, haben wir festgestellt, da war noch sehr viel mehr in Bewegung, nicht nur kulturell, was wir sehr stark wahrgenommen haben, sondern auch politisch. Und das hat für uns die Arbeit halt einfach sehr spannend gemacht. Wenn man von heute zurückblickt, was sind das für politische Entwicklungen, die du da ansprichst? Also was ist sozusagen die prägnante Veränderung, die in den 1990er Jahren stattgefunden hat? Ja, natürlich, die 1990er Jahre haben eigentlich mit 89 stattgefunden, mit dem Fall der Mauer und dem sich wieder vereinigenden Deutschland. Das hat schon die ganze Welt eigentlich geprägt, denn auf der anderen Seite ist natürlich auch der komplette Ostblock, die UdSSR, mit ihrer Sowjetunion zusammengefallen, und die ganze Staatengemeinschaft musste sich neu positionieren, neu organisieren und sich selbst als Akteur jeder Staat einzeln neu definieren. Und Deutschland auch. Deutschland musste neu zusammenwachsen, musste sich eine neue Identität schaffen und mit dieser Identität sich positionieren in der internationalen Staatenwelt und war gleichzeitig aber innenpolitisch mit sehr vielen Problemen beschäftigt. Wir haben es mit einer hohen Arbeitslosenquote zu tun, wir haben es mit ausländerfeindlichen Angriffen zu tun, wir haben es mit Auswanderung zu tun, damit zu tun, dass Deutschland wieder zusammenwachsen möchte, friedlich sein möchte, eine gemeinsame Kultur entwickeln möchte, und gleichzeitig wird darüber entschieden, dass man sich wieder am Krieg beteiligt, was komplett neu war für Deutschland als vereinigtes Land, daran wieder teilzunehmen, an einem Krieg, was das sehr geprägt hat. Ihr habt ja wieder ganz verschiedene Autoren eingeladen, über dieses Thema zu schreiben in Indes. Was sind denn herausragende, besonders spannende, besonders interessante Artikel in dieser Ausgabe? Natürlich sind alle Artikel besonders interessant in dieser Ausgabe. Vielleicht, es kommt je nach dem Gusto eigentlich an. Wir haben natürlich Graf von Neihaus, der über den Umzug berichtet von Bonn nach Berlin und dort einen sehr machtpolitischen Blick darauf hat. Und auf der anderen Seite haben wir zum Beispiel Nikolaus Dörr, der sich mit dem Zusammenbruch der kommunistischen Parteien auseinandersetzt und auch den Bogen bis zum aktuellen Zeitpunkt zieht. Das Interview mit Dagmar Buziek beschäftigt sich sehr stark mit der Kultur und wirft dabei Fragen und Antworten auf, die einem selbst immer wieder Erinnerungen hervorrufen und daher sehr gut als Einstieg geeignet sind. Und dann haben wir natürlich auch Wolfgang Krauser mit dabei und dem Ende der RAF, was einem dann auch erst wieder ins Gedächtnis gerufen wird. Ach ja, die RAF hat geendet in den 90er Jahren. Wie ist das eigentlich passiert?